Ihr habt fleißig abgestimmt und hier sind die Ergebnisse. Es geht natürlich um das interaktive Hörbuch und die meisten von euch haben sich beim Genre für Horror entschieden, nicht gefolgt von Fantasy. Das bedeutet, dass es eine Horrorgeschichte wird, aber mit etwas Fantasy-Einfluss. Bei der Welt hier haben sich die meisten, wie ihr sehen könnt, für eine mittelalterliche Welt, vielleicht ein bisschen mehr in Renaissance, entschieden. Und dicht gefolgt ging es dann auch um eine fantastische Welt, also wieder ein bisschen Fantasy drin. Das heißt, dass ich sehr wahrscheinlich einfach ein bisschen Fantasy mit einbauen werde, aber der Ort, wo alles abspielt, wo alles passiert, das wird hier die Erde sein. Bei dem Konflikt war es super, super knapp und zwar stehen dann erster Stelle gleich zwei Dinge, die ihr ausgewählt habt. Und das ist erstmal Beziehung und Familie und dann die Wissenschaft. An dritter Stelle steht Krieg. Grundsätzlich wird es also hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen geben zwischen den Figuren, die da spielen werden, aber auch um einen wissenschaftlichen Aspekt und vor allem wahrscheinlich einfach um etwas ethisch nicht so ganz Korrektes, was in der Wissenschaft da passiert. Und die Figuren, die darin vorkommen, haben eben ihre verschiedenen Meinungen dazu, was gut oder nicht so gut ist. Zum Thema Krieg wird es wahrscheinlich in einem Land spielen, wo so eine kleine Schneide gerade stattfindet. Man ist sich nicht sicher, ist gerade Frieden oder Krieg, es ist so irgendwie am Bröckeln. Und das ist, lässt sich eigentlich sehr gut mit dem Thema Wissenschaft und ethische Probleme dahinter und Konflikte zwischen Menschen darstellen und umsetzen. Bisher auf jeden Fall schon sehr spannend, was ihr da ausgewerkelt habt. Und zum letzten Teil der Abstimmung hier, der Held. Ihr habt euch hier ziemlich eindeutig entschieden, vor allem für den Punkt experimentierfreudig. Ich denke, da werdet ihr sicher euren Spaß haben mit dieser Art unseres Helden. Und der andere Punkt ist, was mich tatsächlich überrascht hat, introvertiert. Wir haben also einen sehr introvertierten Helden, der sich eher ein bisschen zurückhält und sich seine Gedanken eher mal für sich behält, sich nicht so sehr einmischt, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel drüber nachdenkt, was da draußen passiert. Er ist aber auch sehr freundlich, also zumindest nach außen hin, vielleicht ein bisschen hinterlistig, wie ihr sehen könnt. Und alle anderen Punkte, die ihr bisher gesehen habt, werden auch ein bisschen mit einfließen. Das heißt, wenn da null Stimmen für eine Eigenschaft irgendwie abgegeben wurden, heißt das, dass halt das komplette Gegenteil davon ist. Das heißt, wir haben zusammen, ihr da draußen hauptsächlich, damit komplett entschieden, was für einen Helden wir haben. Ich probiere das so gut wie möglich, wie ich das irgendwie hinbekomme, umzusetzen. Und hoffe vor allem, dass ihr auch eure Freude daran haben werdet. So, und jetzt kommen wir zum Upload-Plan und wie das Ganze funktionieren wird. Also nochmal aufpassen. Nächsten Freitag um 18 Uhr wird das erste interaktive Hörbuch starten. Das bedeutet für euch, am Freitagabend könnt ihr auch das erste Mal dann schon wieder abstimmen. Und zwar, was ihr, folgt ihr der Geschichte und dann passiert zum Schluss etwas ganz Spezielles. Und ihr bekommt 3, 4, 5 Entscheidungsmöglichkeiten, was ihr machen wollt. Und die Community entscheidet da, also ihr da draußen, was da passieren wird. Es ist also euer Held, eure Entscheidung, wie ihr auf bestimmte Sachen reagiert. Am Sonntag gleich darauf, um 23.59 Uhr, wird die Abstimmung dann schon zu Ende sein. Das muss ich deshalb ein bisschen zeitlich eng straffen, weil ich die Statistiken von Google, von YouTube erst 2 Tage später bekomme. Das heißt, ich habe die erst am Dienstag, wenn es gut geht, Dienstagmittag, Nachmittag, aber wahrscheinlich Dienstagabend. Und ich kann erst am Mittwoch damit anfangen, das Hörbuch überhaupt zu produzieren. Das heißt, mir bleiben knapp Mittwoch, Donnerstag und Freitag, diese 3 Tage, um den Hörbuchteil zu schreiben und aufzunehmen, hochzuladen, bearbeiten und so weiter. Für die Zukunft wird das ganz genauso wieder aussehen. Und zwar wird das interaktive Hörbuch immer Freitagabends um 18 Uhr erscheinen. Dann könnt ihr eure
Entscheidung auch schon einwerfen, wie ihr das machen wollt, wenn ihr es angehört habt. Und am Sonntag ist dann Entscheidungsschluss, wie ich das bereits gesagt habe. Am Sonntag gibt es allerdings meistens noch etwas anderes, und zwar um 18 Uhr, und zwar ein anderes Video. In diesem Fall wird es diesen Sonntag gleich der, was jetzt kommen wird, also übermorgen, wird es den zweiten Teil für Willkommen in der Todeszone geben, von Bernstein Feuer geschrieben. Und Sonntag ist so der Tag, an dem dieser reguläre Stuff kommt. Da wird es unterschiedliche Videos geben, Hörbücher, andere Sachen, was mir dann dazu einfällt. Ich hoffe, das kann ich zumindest zeitlich irgendwie so aufrechterhalten. Und sonst gibt's halt mal sonntags eine Pause. Allerdings Freitag, interaktiv Hörbuchtag. Sonntag, zwei Tage danach um 18 Uhr, ist der sonstige Videotag und der Abstimmungstag. Das heißt, ihr könnt auch gleich von dem Video, das am Sonntag kommt, auch nochmal erinnern lassen. Stimmt, da gibt's ja noch was abzustimmen von einem Freitag-Interaktiv-Hörbuch-Video. Gut, das war's aber auch schon. Und ihr hört mich Sonntag. Wir zusammen hören uns ganz gemeinsam nochmal spätestens dann am nächsten Freitag, wenn das interaktive Hörbuch losgeht. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das Ganze werden wird und wie ihr dann entscheiden werdet. Markiert euch das also im Kalender, wenn ihr überhaupt nichts verpassen wollt, und am besten vielleicht irgendwie Glöckchen oder sowas anmachen, was YouTube hier hat. Und ja, bis dann. Ciao und tschüss.